Kling, 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 kling. Das ist unklar. Ich möchte nicht, dass der nächste Block gleich anvisiert wird und platziert wird. Er soll nur platziert werden, wenn ich den wirklich anvisiere. Nein. Das hat keinen Wert so. Weg da jetzt. You need Steel Blade. Okay. Ach, Mann, ey. Jetzt muss ich ganz kurz landen, mir das mal anschauen. Mach mal die Hand runter, Mensch. Einfach genial. Nicht Idiot, 50 Folgen lang mit so einem blöden Grauschleier gespielt. Wahnsinn. Was für eine Farbenpracht. So habe ich immer gedacht, genau so müsste es eigentlich aussehen. Und tut's ja auch. Ja, vielleicht nicht ganz, da ja mein Monitor auch noch ein bisschen mithilft, aber. Ihr denkt jetzt natürlich, ey Mann, ey, was reden der für eine Scheiße? Sieht aus wie immer. Wie gesagt, ich habe was an meinem Monitor verstellt. Und das begutachte ich jetzt. Herrlich. So, wieder ab ins Werk. Steel Blades. Wir brauchen Steel Blades. Kann man doch hier stapeln. Huch, wo sind unsere Steel Blades? Oben. Dann haben wir so 300 mit. Ja, das müsste reichen. Und was sagt ihr bis jetzt? Unserem kleinen niedlichen Fluggefährt. Das hat doch was, ne? Und es wird sogar... Was? Och nee, aber ich kann ich nicht hier reinsitzen? Ich versuch's mal, Moment. Helm an. Rein. Aha. Ich habe sogar so ein Sauerstoff da. Was? Power Usage? Oh, Overload? Oh. Oh. Mir verrechst bald den Reaktor oder was? Moment mal. Wir schalten mal ein bisschen was aus. Das verringert dann auch die Verletzungsgefahr. So. So, schon besser. Energie haben wir auch wieder voll. Und wieder ab ins Werk. Genau, jetzt wo ich ja nicht mehr drin arbeiten muss, jetzt schalte ich die Turbinen besser mal aus wegen der Verletzungsgefahr. Ne? Er hört einfach nicht hin. Das ist unglaublich. Da war es gerade mit 1% jetzt. 0! So. Irgendwie werden wir schon hinbekommen, wenn wir die Blöcke noch 100 Mal wegmachen müssen, ist egal.
es gibt's doch nicht. Muss da kein Block hin? Ich nehme noch mal ein bisschen was ab. Ich muss das einfach genau überprüfen. Es geht einfach nicht anders. Aber anscheinend nicht. Ist hier auch keiner drunter? Schauen wir mal. Ne, da ist keiner drunter, nur hier. Okay, alles klar. So sollte es immer gehen. Genau wie hier. Okay, vielleicht auch nicht ganz so. Versuche jetzt nochmal ein bisschen in der Außen. Eine Third-Person-View zum Bauen, aber ob das gut geht. Wir nehmen für nichts eine Garantie. Ich weiß genau, warum ihr die Third-Person-View haben wollt. Ich weiß es ganz genau, ich sag's jetzt aber nicht. So, wunderbar. Prima, sehr schön. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz. So. Also für mein laienhaftes Auge sieht es jetzt fertig aus. Unser Raumgefährt. Raumgefährt. Ich will mal Raumschiff sagen, aber im Prinzip ist da kein Raumschiff. Es fliegt ja nicht außerhalb der Atmosphäre. Es ist ja im Prinzip ein einfaches, langweiliges Flugzeug. So. Ja, ich will es jetzt nicht schlecht machen. Es ist ein geiles Flugzeug. Sieht vor allem schick aus. Mir gefällt es total. So, ich traue mich jetzt gar nicht an den Projektor zu gehen. Um mir sagen zu lassen, dass, naja, dass ich die Hälfte vergessen habe. Ich wollte forschen. Du hast nicht alle Blöcke platziert. Aber sieht schon genial aus und ich hätte schon Bock auf den Probeflug. Komm. Wir schauen mal, was hier. Okay, haben wir auch noch genügend. Wir schauen mal.
Am Projektor komme ich von hier aus dran. Wie habe ich den denn? Ach, hier. Aha. Ich bin gespannt. Plugs remaining! Wie jetzt? 10 Blöcke fehlen? Jetzt will ich mich doch verarschen, oder was? Plugs remaining? Keiner. Wieso sagt dein Bulldruck das 28? Wie vielleicht, weil ich die deaktiviert habe? Ne, es kann nicht sein, es sind mehr. Alter, hey. Also ich gehe jetzt mal davon aus, es ist fertig. Ich schau nochmal. Wir machen eine letzte Inspektion. Ich gehe davon aus, es ist fertig. Ich sag ja, es ist unglaublich. Was? Wo? Wo war das jetzt? Also Projektor bauen ist echt eine Kunst für sich. Wie macht ihr denn das? Mache ich was falsch? Wahrscheinlich mein Fehler ist die Farbe. Hier ist auch nur einer, das gibt's doch gar nicht. Also jetzt finde ich wirklich keinen mehr. Schauen wir nochmal, wie viel wir jetzt haben. Wahrscheinlich werden jetzt noch 2 oder 3. Wie viel haben wir jetzt? Ja. Sehr schön. 3 Blöcke. Ich hasse. Ich hasse die. Wo zur Hölle sollen die sein? 3 beschissene Blöcke. Ich kann jetzt nicht hier stundenlang alles absuchen. Ich kann nicht stundenlang alles absuchen. Es geht einfach. Ah. Jetzt nur einer. Wenn ich so weitermache, dann möchte die gute Dame bald wieder in Urlaub, ne? Kaum aus dem Urlaub zurück, wird man sie schon so für so billige Kontrolleurarbeiten einsetzen, ne? Da fühlt die sich nicht wohl dabei. Ganz davon abgesehen, dass mir auch keinen Spaß macht. Ach Leute, wisst ihr was? Soll ich euch mal was verraten?
Unsere Batterie ist ja unsere Batterie, ne? Die hat Input. Genau, ich würde sagen, ich lasse die ganze Batterien hier. Control Panel LP1. Ah ne, das ist außerhalb. Okay, alles klar. Ich würde sagen, dass es eh wieder Nacht wird und, naja, Nachtflug. Nachtflug ist eigentlich fast wie beim Motorrad eine Nachtfahrt, ne? Ist eigentlich bestimmt auch geil. Man sieht nur leider nicht. Nee. Deswegen, das macht keinen Sinn. Ich würde sagen, scheiß auf die drei Blöcke hier. Und dann ein. Ach, guck mal an. So sehe ich die erst jetzt. Jetzt interessiert es mich nochmal, wie viele Blöcke das jetzt noch bei einer. Jetzt verstehe ich es auch. Main Blocks, Armor Block, einer. Ein verschissener Block. Leute, ich habe es nicht gesagt. Von Anfang an, wenn ihr mir nicht glaubt, schaut es nochmal, wenn ich anfange, unser Flugzeug hier zu bauen. Ich habe gesagt, es wird ein beschissener Block am Ende fehlen. Ich habe es gesagt. Ich wusste das. Und ich kann mal raus, ich finde den scheiß Block nicht. Das ärgert mich jetzt. Ich will den Block. Ich hab dich, du Drecksau. Ha! Ich komm nur nicht an ihn dran. Egal, er sitzt. Jetzt aber, das will ich sehen. Komm. Nichts mehr. Remaining. Fertig, du Vogel. Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber. Ist zwar nicht ausgebaut, aber hey, egal. Das ist nur zur Stabilität. Brauchen wir nicht. Jetzt schon wieder die Sonne unter, hier geht's. Oh Mann, schaut euch das mal jetzt an. Wie der Mars jetzt aussieht, so knalliges Rot. Das sah bei mir nie so aus. Und hier der Alien-Planet. Mann, hey, ich weiß nicht, wann wir da hinkommen, in Folge 5000 vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt haben wir unser Flugzeug fertig. Ich nenne es einfach mal fertig. Auch wenn ich nicht alle Blöcke, wahrscheinlich 3 oder 4 habe ich nicht ganz ausgeschweißt. Egal, fertig, es wird fliegen. Es wird fliegen. Und dann gehen wir auf die Suche nach einem schönen Plätzchen. Kann schon wieder nicht reden. Wir gehen auf die Suche nach einem schönen Plätzchen. Ein richtig schönes, leckeres Plätzchen zum Essen. Nein. Einen schönen Platz, da wo wir nochmal was anfangen werden zu bauen. Aber es wird noch nicht zu viel verraten. Das verrate ich euch dann, wenn wir dorthin geflogen sind. Und bis dahin könnt ihr ja raten, was ich vorhabe. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso auf den Jungfernflug wie ich. Das sieht einfach klasse aus. Ist auch nicht zu groß, ne? Passt genau auf die Landeplattform. Können beinahe 2 nebeneinander parken oder landen. Ne, passt, ich finde es schnucklig. Und wie ihr sehen werdet, nachher sage ich schon, beim nächsten Mal, es wird wunderbar fliegen und der Energieverbrauch wird sich in Grenzen halten. Es ist effizient, schick, dynamisch. Weiß gar nicht, was das heißt, einfach perfekt. So, bevor jetzt die ganzen Hate-Kommentare kommen, würde ich mich an dieser Stelle wieder verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch für die Geduld, die ihr gehabt habt. Meine ganzen lieben Abonnenten,
dass ihr mich nicht verlassen habt, auch wenn jetzt irgendwie, glaub, eine Woche oder zwei gar keine Folge kam, weder Space Engineers noch irgendwas anderes. Es tut mir wirklich leid, aber es ging einfach nicht. Ich werde jetzt versuchen, wieder einiges nachzuholen und so viel, wie es mir möglich ist, für euch online zu stellen. Das mich ja schon ehrt, dass ihr meine Videos anschaut. Na, dafür möchte ich mich auch, ups, mit regelmäßigen Videos bedanken. Ja, ich gebe mein Bestes. Und nochmals, vielen Dank an euch alle. Und an all diejenigen, die noch nicht abonniert haben, tut das. Ihr werdet es nicht bereuen. Fragt die anderen 19 Abonnenten. Oh Mann, schlechte Werbung. Wir lassen es jetzt lieber. Okay, macht's gut, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.